Willkommen in Queensland's Outback, einem Gebiet, das sich über 860.000 Quadratkilometer erstreckt. Dies ist fast dreimal so groß wie Deutschland oder 20-mal so groß wie die Schweiz. Wer annimmt, dass es in dieser Gegend außer Eukalyptusbäumen, Fliegen und Staub nichts hat, täuscht sich. Kommen Sie doch mit uns auf eine Entdeckungsreise. Wir zeigen Ihnen gerne, was es zu sehen gibt. Unter anderem besuchen wir eine grüne Oase in der trockenen Landschaft, sowie Schaf- und Rinderfarmen. Wir beobachten Opalschürfer bei der Arbeit, begegnen ungewöhnlichen Tieren und finden sogar Spuren aus der Zeit der Dinosaurier. Ein bitterkalter Morgen empfängt uns beim Campieren an einem Flüsschen. Tatsächlich zeigt das Thermometer nur gerade 2 Grad. Um dem Winter im Süden zu entfliehen, sind wir unterwegs ins sonnige Queensland. Zusammen mit den ersten Siedlern erreichte der Prickly Pear Kaktus den Kontinent. Eine Laus, die auf den Blättern lebt, produziert rote Farbe. Sie wurde damals benutzt, um die Militäruniformen der Engländer einzufärben. Der Kaktus entwickelte sich schnell zu einer Plage und überwuchs weite Landstriche. Beim Pflücken der Kaktusfrucht ist Vorsicht geboten. Wie die Blätter sind auch die Früchte von Hunderten von feinen Stacheln bedeckt. Das herausgelöste Fleisch schmeckt gut zusammen mit Joghurt im Frühstücksmüsli. Im ersten Ort nach der Grenze zu Queensland in Cunnamulla steht der überlebensgroße australische Cowboy oder Stockman. Queensland begrüßt uns mit dem für die Farmer lang ersehnten Regen. Auch sie scheinen sich über das Wasser zu freuen. Die weißen Kakadus bilden die wohlbekannte Geräuschkulisse im Busch. Nach der langen Trockenheit verliert der Boden die Fähigkeit, das Wasser aufzusaugen und alles wird innerhalb kürzester Zeit überflutet. Für dieses Tier jedoch kam der Regen zu spät. Eine Gruppe der flugunfähigen Emus tut sich an frischen, grünen Schößlingen gütlich. Sogar mit dem Traktor und dem Four-Wheel-Drive hat der Farmer Mühe, durch den Morast zu kommen. Die Zäune müssen trotz des Regenwetters ausgebessert werden, damit sich das Vieh nicht auf die Straße verirrt. Wir legen eine Mittagspause ein. Die lärmige Schar der Happy Jacks übernimmt es, die Brosamen aufzuputzen. In Charleville befindet sich das Bilby Information Center.
Wegen seiner großen Ohren wird der Bilby auch gerne australischer Osterhase genannt. Das nur in der Nacht aktive Tier verbringt die Tageszeit in einer seiner Höhlen. Der Bilby gehört zur Familie der Beuteltiere. Seine Tasche öffnet sich jedoch nach hinten. Auf diese Weise dringt beim Graben keine Erde in den Beutel. Bilbis haben viele Feinde, seine Stingos, Füchse, Raubvögel, aber auch Katzen. Große Anstrengungen sind im Gange, um die vom Aussterben bedrohten Tiere zu schützen. Wir teilen unseren Rastplatz am Billabong mit allerlei Wasservögeln. Ein Skorpion jedoch, der sich im Brennholz ins Camp geschmuggelt hat, mag man weniger gern als Nachbar. Am nächsten Morgen sind die Road Trains schon früh unterwegs. Wir schließen uns ihnen an. Agatella, ein weiteres kleines Dorf am Matilda Highway, zeugt von Einwohnern mit einer künstlerischen Ader. Eine gehörige Portion Humor scheint ebenfalls nicht zu fehlen. Die Carnarvon Gorge bildet eine Oase in der sonst trockenen Landschaft, fließt doch in der Schlucht das ganze Jahr über Wasser. Im Takaraka Bushcamp verbringen wir ein paar Tage. Man kann so wohnen, aber auch so. Im Luxuszelt, das man mieten kann. Alle Camper benutzen gerne die Freiluftküche. Mit beinahe 200 Vogelarten bietet der Nationalpark ein Paradies für Ornithologen. Cycads wachsen extrem langsam. Einige sollen 1000 Jahre alt sein. Die Vögel verzehren nur die harte Schale ihrer giftigen Frucht. Die Aborigines kannten die Zubereitungsmethode, damit sie für Menschen genießbar sind. Die Besucher können vom reichen Wissensschatz des Rangers profitieren. Er kennt diese Gegend und seine Bewohner wie seine Hosentasche. 20 Kilometer Buschpfade führen durch die Schlucht und in ihre Seitenarme. Der Aufstieg zum Bulimba Bluff wird nur sportlichen Personen angeraten. Schon des Sonnenaufgangs wegen ist der frühe Morgen die beste Zeit dazu.
Dank des konstanten Wasserflusses ist die Tier- und Pflanzenwelt in der Schlucht mannigfaltig. Aborigines fanden hier eine gesicherte und reiche Nahrungsquelle. Vier Monate vor unserem Besuch richtete eine Sturmflut große Verwüstungen an. Es wird mehrere Jahre dauern, bis sich Flora und Fauna wieder erholt haben werden. Der Echidna profitiert davon, frisst jedoch die Termiten, die sich im gefallenen Holz breit machen. Alle 15 Arten der Python, die in Australien vorkommen, sind ungiftig. Quininbeeren gelten als gute Buschmedizin. Sie helfen bei Malaria und lindern Zahnschmerzen. Außerdem dienen sie zur Empfängnisverhütung. Regenbogenloris mit ihrem spektakulären Federkleid sind im Nordosten Australiens weit verbreitet. Um etwas Besonderes zu sehen, gilt es früh aufzustehen. Es braucht Geduld, um den extrem scheuen Platypus zu sichten. Das Schnabeltier begibt sich normalerweise nur nachts auf Futtersuche. Unter dem Ufer des Wasserlaufes graben sie gut versteckte Höhlen. Das Unikum der Tierwelt trägt einen Pelz, legt Eier, säugt aber seine Jungen.
Es misst ca. 50 cm und wiegt nur bis zu 2,5 Kilo. Im Cooper Basin befinden sich einige der Ölfelder Australiens. Die Oil Donkeys oder Ölesel sind nicht zu übersehen. Tatsächlich werden auf australischem Boden 560.000 Barrel pro Tag gefördert. Dies genügt jedoch nicht, um den Verbrauch des Landes zu befriedigen. Ein großer Prozentsatz muss immer noch importiert werden. Am nächsten Morgen treffen wir rechtzeitig zum Adlerfrühstück ein. Die Kraft des Raubvogels ist erstaunlich. Wiegt doch das Känguru über 20 Kilo. Seit dem Jahre 1880, als die Gegend vermessen wurde, wird alles, was westlich des Black Stumps liegt, als Outback bezeichnet. Blackall liegt im Herzen des Schafzuchtgebietes. Jackie Howe, der legendäre Schafscherer, stellte einen Weltrekord auf. Nur mit einer Handschere ausgerüstet, scherte er in knapp 8 Stunden 320 Schafe. Bevor er beim Schafe zusammentreiben hilft, zeigt uns der 9-jährige Farmersohn seine Fahrkünste. Er ist noch etwas zu klein, um mitarbeiten zu können. Wir befinden uns auf Dunraven, einer Schaffarm, die sich über 26.000 Hektaren erstreckt. Um Zeit, aber auch Personal sparen zu können, werden Motorräder benutzt, um die Schafe von den Weiden zum Schuppen zu bringen. Die Merinos werden nur zum Scheren zusammengetrieben, sonst verbringen sie das ganze Jahr über im Freien. Gut dressierte Hunde treiben die Schafe aus dem Gehegen die Rampe hoch und in den Blechschuppen. Die Schafscherer arbeiten im Akkord und werden pro Stück bezahlt. Ein ständiger Wettkampf um den Platz des Top-Scherers wird unter den Arbeitern ausgefochten. Mit den elektrischen Tondösen brauchen die Scherer heute weniger als eine Minute pro Schaf. Um die Knie und auch den Rücken zu schonen, hängen die Männer in einer Art Bügel. Trotzdem ist die Arbeit sehr anstrengend und alle 2 Stunden gibt es eine Pause.
Das Vlies kommt auf den Sortiertisch, wo zuerst einmal alle verschmutzten Stücke abgerissen werden. Je nach Gütegrad wird die Wolle klassiert und in den entsprechenden Behälter sortiert. Die Presse formt die Wolle in 200 Kilo schwere Ballen. Diese sind nun zum Verladen bereit und dienen, bis es soweit ist, als Sitz- und Spielplätze während der Mittagspause. Auf Dunraven werden rund 21.000 Merinos gehalten. Ein Schaf braucht mehr als eine Hektare Weidefläche, um überleben zu können. Freundlich sind sie, die Leute in Barcoven. Für die Bewohner und für Reisende ist der Ort eine wichtige Drehscheibe auf dem Matilda Highway. Währenddem der Hund das Auto und die Ladung bewacht, genießt seine Herrin einen Imbiss. Im Jahre 1890 versammelten sich die Scherer unter diesem Baum, um für mehr Lohn und bessere Arbeitsbedingungen zu kämpfen. Diese Aktion legte den Grundstein für Australiens Arbeiterpartei. Der Spirit of the Outback verbindet Brisbane an der Küste mit Longreach im Landesinneren. Nur zweimal pro Woche fährt der Zug die 1000 Kilometer lange Strecke. Das unterirdische artesische Bassin wird vielerorts angezapft. Das mineralhaltige Wasser hilft bei allerlei Krankheiten. Ein Bad in der 34 Grad warmen Quelle ist herrlich. Wer nicht baden will, kann in der Zwischenzeit antike Landmaschinen anschauen. Vor dem Hotel schaut der Rausschmeißer zum Rechten. Nach der Dekoration über der Bar zu schließen, scheinen sich viele Besucher ohne ihre Kopfbedeckungen auf den Heimweg machen zu müssen. Australien zählt zu den 10 größten Baumwolllieferanten der Welt. Wasserknappheit und starker Schädlingsbefall beeinträchtigten die Produktion in den letzten Jahren. Ein Forschungsprogramm ist im Gange. Es gilt, resistente Pflanzen zu finden. Der Sammler fährt aufs Feld, um eine Ladung von der Erntemaschine zu übernehmen.
Die geerntete Baumwolle kommt in die Presse. Da wird sie in 14 Tonnen schwere Blöcke, sogenannte Modules, gepresst. Später kommen die Modules in die Cotton Gin oder Baumwollmühle zum Säubern und Spinnen der Fasern. Longreach bildet das Zentrum von Queenslands Rinderzuchtgebiet. Hier befindet sich die Stockman's Hall of Fame, ein Tribut an die Pioniere. In den verschiedenen Galerien erhält man einen Überblick von der Erschließung des Landes bis zum heutigen Tage. In Ton und Bild ist dargestellt, wie man damals lebte und arbeitete. Der Mini-Supermarkt auf Rädern versorgte weit abgelegene Farmen mit dem Nötigsten. Zum Transport von Wollballen wurde dieser Wagen benutzt. Die Erfindung des Telefons befreite die Bewohner des Outbacks vom Joch der Isolation. An Rodeos und anderen Anlässen gewonnene Preise werden stolz zur Schau gestellt. Sicher hat auch der Hufschmied einiges zum Erfolg beigetragen. In diesen Hallen erhalten die Leute auf dem Lande die gebührende Anerkennung für ihre Leistung. Fliegendes Känguru, so wird die australische Fluggesellschaft gerne genannt. Die einzige Boeing 747, die jemals in Longreach landete, kann nun besichtigt werden. Qantas ist die Abkürzung für Queensland and Northern Territory Aerial Services. Hier im Qantas Museum kann man die Geschichte der Fluggesellschaft mitverfolgen. Die Firma wurde im Jahre 1920 von Hudson Fysh gegründet. Endlich war es möglich, die riesigen Distanzen zu bewältigen. Die Avro ist eines der ersten von Qantas konstruierten Flugzeuge. Nun konnten die bis dahin unpassierbaren Gebiete überflogen werden. Für einige Zeit benutzte sogar John Flynn, der Gründer des Flying Doctor Services, die Dienste von Qantas. Uniformen und Flugzeuge haben sich seither stark verändert. Als einzige Luftfahrtgesellschaft der Welt baute Qantas ihre eigenen Flugzeuge. Eine sicher erstaunliche Tatsache ist, dass zwischen den ersten Flügen mit 4 Passagieren bis zu Flügen mit 400 Passagieren nur knapp 50 Jahre vergingen. Vom Flugzeugmotor zum Hafermotor. Ein kleiner Schritt zurück in die Vergangenheit. Im Jahre 1924 ratterte die letzte Postkutsche durch das Outback. Die damalige Pferdewechselstation dient heute als Pub. Hier muss man sich nicht mit Erinnerungen begnügen,
sondern kann hautnah erleben, wie vor 100 Jahren gereist wurde. Im Hinterhof der Station gibt es vor der Abfahrt Unterhaltung und einen Imbiss. Der hiesige Sattler zeigt stolz seine Handarbeit. Bevor die Rundfahrt losgeht, gibt Richard eine Demonstration im Hufeisenschmieden. Die Kutsche fasst 15 Passagiere und jeder möchte natürlich am liebsten neben dem Kutscher sitzen. Der Service per Postkutsche begann Anfang des 18. Jahrhunderts. Er brachte Passagiere, Gepäck und auch die Post in weit abgelegene Gebiete. Beside the highway, near a central western town, where an old-time coaching station slowly crumbles to the ground. But this ancient relic once stood proud back in those days of old, when they listened for the wheels of Cobb & Co. But Cobb & Co. don't run the western line out here no more. Now there's only travellers and big semis thundering past the door. But I often think about those days 100 years ago, when they strained to hear the wheels of Cobb & Co. When they listened for the wheels of Cobb & Co. For the rattling of the coaches on the rough and stony road, the thundering of the horses as they strained to reach their goal, where they waited for the lights of Cobb & Co. It's hard to now imagine that this road was once a track, used by early settlers opening up the great outback, when the lifeblood of the country were the drivers and their loads, and the rattling of the wheels of Cobb & Co. But those days now have vanished like passing sands of time. Now there's little to remind us of the years we've left behind, but I wonder where we'd be without those pioneers of old, and the rattling of the wheels of Cobb & Co. When they listen for the wheels of Cobb & Co. For the rattling of the coaches on the rough and stony road, and the thundering of the horses as they strain to reach their goal, where they waited for the lights of Cobb & Co. Jeden Abend bei Sonnenuntergang findet auf dem Thompson River eine Vergnügungsfahrt statt. Alle freuen sich auf die Fahrt auf dem Schaufelraddampfer. Die Schifffahrt auf dem Thompson River
konnte seit jeher nur in der näheren Umgebung betrieben werden. Der Fluss ist genau genommen kein Fluss. Er besteht aus einer Reihe von Billabongs oder Wasserlöchern. Weder der Thompson River noch sonst einer der Flüsse aus dieser Gegend mündet jemals ins Meer. Entweder verdunstet das Wasser, oder sollte einer einmal besonders viel Wasser führen, ergießt er sich in den beinahe 1000 Kilometer südlich gelegenen Lake Eyre. Während der Regenzeit wird der Fluss mehrere Kilometer breit und schneidet das gesamte Gebiet von der Außenwelt ab. Die Sonne kann sich zur Ruhe begeben, aber Norm hat noch lange nicht Feierabend. Er ist am Kochen. Gilt es doch, über 100 Gäste zu verköstigen. Auf dem Menü steht ein Stew nach Stockman-Art. Der auf dem Feuer gekochte Tee erhält das gewisse Etwas mit dem Rauchgeschmack. Er gewinnt kaum einen Schönheitspreis. Sie hingegen schon. An der Landwirtschaftsschau in Longreach geben sich die Juroren Mühe, den prächtigsten Bullen auszuwählen. Neben der erstklassigen Wolle, die die Merino-Schafe liefern, ist auch ihr Fleisch nicht zu verachten. Fachgerecht zerschnitten und zubereitet, gehört ein Filet zum Besten. Im Hühnerhof wird voller Stolz gekräht und gegackert. Mit Preisen wurde auch hier nicht gespart. Zum Abschluss
Abschluss der Schau gibt es noch etwas Nervenkitzel. Go ahead.